Oh Mann, ist mir langweilig. Hey, was macht ihr denn da? Oh nee, ich sehe schon. Wir spielen gerade mit den Puppen, Julian. Oh, das ist ja wieder sowas von klar. Willst ihr müsst mitspielen? Immer mit Puppen spielen. Nein, ganz bestimmt nicht. Ich bin doch kein Mädchen. Wieso hat das was mit Mädchensein zu tun? Du hast letzte Woche hast du noch mitgespielt mit den Puppen. Ja, ich weiß das. Das war vielleicht letzte Woche, aber diese Woche bin ich ein anderer, Julian. Soll ich hier mit so einem Puppen ausspielen? Das ist doch nur für Mädchen. Oh, Julian, du erzählst immer echt Unsinn und heute den größten Unsinn. Es gibt nicht was für Jungen und für Mädchen. Alle können damit spielen. Ja, war klar, dass das ein Mädchen erzählt, aber nein, ich spiele sowas nicht. Ich spiele nur was für Jungs. So, ihr drei, wer von euch möchte denn jetzt mit zum Einkaufen kommen? Jo, da bin ich dabei, Mama. Vielleicht kann ich mir mal so Spielzeuge für Jungs holen. Also so Spielzeugautos und Hot Wheels, sowas. Okay, eigentlich wollten wir heute keine Spielzeuge kaufen, sondern Klamotten. Wie sieht's denn mit euch beiden Mädels aus? Oh ja, Hot Wheels würde ich ausspielen. Nee, Mama, Emma und ich bleiben zu Hause. Emma, wir haben was vor. Haben wir? Ja, Mama, lass die Mädchen mal hier zu Hause. Sollen die hier ihre Mädchenspiele spielen mit dem Puppenhaus und den Puppen? Oh Mann, oh Mann. Julian, ich meine mich erinnern zu können, dass du letzte Woche auch noch mit dem Puppenhaus und den Puppen hier gespielt hast, oder nicht? Oder war das wer anders? Mama, das war letzte Woche. Diese Woche sieht's wieder anders aus. So, können wir jetzt bitte los? Lass sie ja doch einfach zu Hause. Oh, Hanna, ich wollte vielleicht auch was kaufen. Warum sind wir denn jetzt zu Hause geblieben? Emma, wir sind zu Hause geblieben, weil wir Julian richtig eins auswischen wollen. Der wird heute eine richtige Lektion bekommen. Ach so, warum sagst du das nicht gleich? Bei Streichen mache ich immer mit. Wir könnten ja vielleicht sein Skateboard kaputt machen. Oder seinen Rucksack verstecken, dass er ihn die ganze Zeit suchen muss. Das wäre witzig. Nein, nein, Emma, wir machen nichts kaputt. Ich habe was viel, viel Größeres vor. Was ganz Tolles. Komm mit, wir gehen zur Garage. Hä? Hanna, was wollen wir denn jetzt hier bei der Garage? Hier ist doch nichts, womit wir Julian ärgern können. Aber sowas von können wir Julian ärgern. Hier unten sind noch die Tapeten, die Papa benutzt hat, als er die Luxusvilla renoviert hat. Und Julian bekommt ein neues Zimmer, einen neuen Anstrich in seinem Zimmer. Oh. Der wird sich sowas von wundern. Das sieht klasse aus, ein richtiger Mädchentraum. Ich hätte auch gern sowas. Ich glaube, der will nie wieder in seinem Zimmer schlafen. Ich glaube, der wird am liebsten Zimmer tauschen oder in die Garage ziehen. Hallo, wir sind wieder zurück. Julian, ganz ehrlich, ich weiß nicht, warum du da im Laden so einen Aufstand gemacht hast. Das T-Shirt, das stand dir super. Aha, Mama, ist ja klar, das war ein Mädchen-T-Shirt. Da war so ein bisschen pink drauf. Hast du das nicht gesehen? Das kann ich doch nicht anziehen. Ach, hallo Julian. Oh, hallo Mädels. Na, wie war's? Hast du was gefunden für Jungs? Vielleicht was, was Mädchen niemals anziehen würden, sondern nur Jungs. Vielleicht würde ja auch ein Junge in sein Zimmer gehen. Nein, diesmal nicht. Mama wollte mir so ein Mädchen-T-Shirt an. Ich gehe jetzt wieder in mein Zimmer. Und da sind nur Jungs heute erlaubt. Also ich darf heute nicht mehr mit Mädels reden. Tschüss. Was ist denn jetzt mit Julian heute los schon wieder? Der hat total was gegen Mädchen. Kein Pink auf dem T-Shirt. Oh, wenig Puppen spielen. Keine Ahnung. Wir wissen auch nicht, was mit Julian los ist. Aber der wird auf jeden Fall sein pinkes Wunder erleben, wenn er oben ist. Ah! Was war das denn? Was soll das hier? Julian! Julian, warum schreist du hier so rum? Ist irgendwas passiert? Ah! Guck doch mal, was guck doch mal! Was ist denn mit deinem Zimmer passiert? Ich weiß auch nicht. Wohnt jetzt hier ein Einhorn oder so? Wie sieht das denn hier aus? Das sieht aus wie ein Mädchenzimmer. Ich will hier nicht wohnen. Wer war das? Guck dir mal diese Tapete hier an. Was ist das? Sind das pinke Wassermelonen? Das will ich nicht. Und was ist mit meinem Ritterbett passiert? Das ist ja jetzt ein Regenbogenbett. Das will ich aber nicht. Und dann noch hier der Boden. Was ist das? Wow, der spiegelt ja. Aber mit Pink und Türkis, das möchte ich nicht. Also das ist ja ein richtiges Mädchenzimmer und ich will hier nicht wohnen. Wer war das? Julian, das ist doch gar nicht schlecht. Ich find's echt schön. Vielleicht nicht dein Geschmack, aber auf jeden Fall farbenfroher als vorher. Ja, ist ja auch klar, weil du bist auch ein Mädchen. Du bist zwar meine Mutter, meine Mama, aber trotzdem bist du immer noch ein Mädchen und deswegen gefällt dir das. Wie wär's, wenn du das mal Papa zeigst? Na, Julian, wie sieht's aus? Wie gefällt dir dein Mädchenzimmer? Ja, ein Traum in rosa. Ach, ihr seid die Innenarchitekten. Ist gar nicht schön. Also ich finde, das habt ihr klasse gemacht. Nein. Ihr wart das also. Das bekommt ihr auf jeden Fall zurück. Weißt du was, Emma? Ich mache jetzt dein Puppenhaus kaputt, ja? Weil das machen Jungs. Julian, lass das bloß sein. Finger weg. Nicht das Puppenhaus. Julian, lass das sofort sein. Aber mein Zimmer. Guck doch mal. Dein Zimmer ist nicht kaputt. Nur ein bisschen verändert. Das lässt sich wieder regeln. Aber das Puppenhaus machst du nicht kaputt. Ja, dann lass ich mir was anderes einfallen. Wenn ich ein Mädchenzimmer habe. Julian, das ist kein Mädchenzimmer. Es ist ein bisschen bunter und farbenfroher. Das wirkt doch frisch. Ich find's klasse. Dann kriegt jetzt, Hanna, die kriegt jetzt ein Jungenzimmer. Ja, du bekommst ein Jungenzimmer, wenn ich ein Mädchenzimmer hab. Junge Mädchen, das ist mir doch egal. Kannst du ruhig machen. Ja, dann mach ich das. Und dann denkst du, du wärst ein Junge oder so, weil du dann nur blaue und Ach, grüne Quatsch. Sachen hast.
Oh, Julian, guck dir doch mal mein T-Shirt an. Das ist auch blau und ich bin trotzdem kein Junge. Auch Mädchen haben blau. Oh, das ist ja total cool. Guck mal, Mama, ich kann mich hier im Spiegel sehen. Das ist ein Fußboden, ein pinker Fußbodenspiegel. Warum habe ich nur so ein Mädchenzimmer bekommen? Das wollte ich doch gar nicht. Julian, übertreib doch nicht. So schlimm sieht das doch gar nicht aus. Das ist doch schön. Ja, das sagst du nur, weil du ein Mädchen bist. Wärst du jetzt ein Junge Mädchen, wie Julius, Mädchen, Junge. Dann wird dir das bestimmt nicht gefallen. Okay, wobei ich sagen muss, also das Bett gefällt mir so eigentlich auch ganz gut. Wobei jetzt ist meine Pupszone, meine Ruhezone da jetzt versteckt. Aber da könnte man ja rein trotzdem. Und ich mag ja eigentlich auch Melonen, aber warum müssen die ja unbedingt pink sein? Siehst du, Julian, irgendwie gefällt's dir schon, oder? Nein, ganz bestimmt nicht. Es sieht zwar ein bisschen cool aus, aber nein, es gefällt mir nicht. Ach, Julian, können wir dein Zimmer nicht so lassen? Das wäre doch toll, oder? Nein, ganz bestimmt nicht. Das kommt jetzt hier alles weg. Dann sind ja nur noch Mädels in meinem Zimmer. Das möchte ich nicht. Mein Zimmer wird jetzt mein altes Zimmer wieder. Und nicht so ein Mädchentraum. Das bleibt Julian Vogelzimmer. Und das ist ein Ritterzimmer, ein Burgzimmer im Blau. Oh, Mama, wie kannst du uns das nur antun? Wir sind doch noch Kinder. Oh Gott, Mama, bitte nicht. Julian, jetzt übertreib doch nicht. Es geht doch nur darum, dass ihr mitkommt zum Kochclub. So schlimm ist das auch nicht. Oh, ich freue mich schon. Da gibt's immer leckere Sachen zu essen. Hoffentlich gibt's heute Schokoladenkuchen. Oh, Mama, bitte nicht. Ich wollte eigentlich Minecraft spielen und mich mit Julius treffen. Bitte tu mir das nicht an. Julian, das geht nun mal nicht. Ich kann dich auch nicht hier allein zu Hause lassen. Das funktioniert nicht. Das hatten wir schon mal. Manchmal muss man Sachen eben machen. Man kann sich ja nicht zweiteilen. Stell mal vor, es würde mehrere von deiner Sorte geben und jeder würde eine andere Aufgabe haben. Oh Mann, das wär's eigentlich. Mehr von mir, also noch mehr Julians. Oh, das wär cool. Okay, wir haben alles besprochen. Könnt ihr jetzt nochmal alles durchgehen, bitte? Ja, ich weiß es noch. Hallo, ich bin Julian Vogel. 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 Perfekt, sehr gut, sehr gut. Und ich sehe, okay, wir haben ein paar Mädels dabei, aber das ist nicht so schlimm. Ihr habt alle rote Haare, also perfekt. Okay, Julian Nummer 1, du kriegst folgende Aufgabe. Du musst mit meiner Schwester spielen. Das Zimmer von ihr ist direkt hier vorne, neben meinem. Sie heißt Emma, also bemühe dich. So, Julian Nummer 2, du kümmerst dich um meinen Minecraft-Account, okay? Viele Mods rausfinden, das wäre super. Okay, du kannst hier den Laptop von meiner Schwester nehmen, von Hannah. Und hau ordentlich in die Tasten, okay? Viel Spaß. Julian Nummer 3, was für eine Aufgabe hätte ich denn für dich? Ah, ja, natürlich. Du gehst für mich duschen. Julian Nummer 4, für dich habe ich eine ganz besondere Aufgabe. Du gehst jetzt in das Zimmer von meiner Schwester Hannah und ärgerst sie. Auf geht's. Und zu guter Letzt, Julian Nummer 5, du musst für mich in die Kita, damit das klar ist. Schnapp dir einfach den Rucksack und los geht's. Viel Spaß okay. Im Bällebad. Aber mit einem Moment, Reißverschluss noch zumachen. Du sollst ja perfekt dahin gehen. So, viel Spaß, Julian. Oh Mann, ist das stressig, die Aufgaben zu verteilen. Aber ich glaube, ich habe alle Aufgaben jetzt verteilt. Jetzt habe ich mal ein bisschen Zeit für mich, für den echten Julian Vogel. Hey, Emma, na, was geht? Ich spiele so Puppen. Und du? Na, dann lass uns doch einfach zusammenspielen. Also, du hast ja eine super süße Puppe. Danke schön, aber du, Julian, du spielst doch eigentlich nicht so gerne mit meinen Puppen. Boah, das sind echt schon unzählige Mods, die ich hier installiert habe. Und den Laptop, den finde ich echt cool, den hätte ich auch gerne. Ob ich den wohl einfach klauen kann, fällt doch gar nicht auf. Hier sind so viele Kinder. Du, Hannah, sag mal, was machst denn du da? Oh, Julian, nach was sieht das wohl aus? Ich mache meine Hausaufgaben, ist doch wohl klar. Also, wenn das so ist, deine Hausaufgaben? Halt, bist du total verrückt geworden? Julian, was machst du da? Ich esse deine Hausaufgaben. Wonach sieht das denn wohl aus? endlich mal eine freie Minute nur für mich. Das habe ich so selten hier im Haus. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Oh Gott, Julian, sag mal, ich habe hier gerade ein bisschen Privatsphäre. Ich bin gerade hier im Badezimmer. Also so wie es aussieht, bin ich hier. Also raus. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Nur für 5 Minuten wollte ich mal auf Toilette. Aber auch das ist hier nicht möglich in diesem Haus. Also, wenn ich mir jetzt so recht überlege, ich weiß nicht, ob ich so Lust habe auf Kita. Das passt doch super. Läuft gerade meine Lieblingsserie. Ich glaube, ich lasse das mit der Kita heute. Oh, endlich kann ich mich auch mal ein bisschen entspannen. Julian ist gerade in die Kita, Hannah muss später zur Schule und Emma ist fleißig am Spielen. Ach, war ja klar. Genau in dem Moment klingelt natürlich das Telefon. Ich sollte aber mal überprüfen, ob Julian Nummer 1 seiner Aufgabe nachgeht. Oh, Julian, jetzt komm doch endlich da unterm Bett weg. Was machst du denn da? Was soll das denn hier? Spielt ihr Verstecken? Oh, Julian, gut, dass du da bist. Also, deine Schwester, die erzählt mir die ganze Zeit so Gruselgeschichten. Oh ja, ist ja gut, das kriegst du schon irgendwie hin. Oh Mann, der hat ja sowas von Angst. Ich geh mal zu Julian Nummer 2. Das gibt es doch nicht. Julian Nummer 2 ist nicht an seinem Platz. Oh, der sollte doch eigentlich nach einem Mod suchen und nicht hier abhauen. Das war ja klar, dass sie auch den Laptop hier geklaut hat. Aber, naja, das war ja nicht meiner, sondern der von Hannah.
Julian Nummer 3, sag mal, putzt du dir gerade deine Zähne mit meiner Zahnbürste? Ja klar, nach dem Duschen putze ich doch meine Zähne, das ist meine Routine und ich bin doch Julian. Ja, weißt du was, die Zahnbürste, die kannst du auch gerne behalten oder wegschmeißen. Ich benutze nicht die Zahnbürste von jemand anderem. Anscheinend oh ist Mann, nur auf Nummer, Julian Nummer 4 verlassen. Und sehr gut, sehr gut, sehr gut. Claudia Vogel, hallo? Ja? Ach, die Kita Sonnenschein, mhm. Brigitte, das ist doch wohl ein Scherz. Julian ist nicht in der Kita. Wo ist er denn sonst? Er sollte schon lange da sein. Oh, toll, kann hier einmal einer was machen, was ich von ihm erwarte? Julian Nummer 5, du solltest in die Kita. Auf Kita hatte ich einfach keine Lust. Ich wollte meine Serie gucken, die ist viel wichtiger. Mein Plan war doch eigentlich perfekt und Nummer 5, Julian Nummer 5 ist nicht in die Kita gegangen. Klasse. Oh, Mama, wenn es jetzt auch so länger dauert, dann gehe ich schon mal vor zum Kochclub. Oh, Julian, kriegst du dich langsam jetzt mal ein? Was soll das denn? Kannst du mal aufstehen? Oh nein, warum muss ich denn hier alles machen? Julian, Nummer 1 bis 5, schnell hier hin! Oh Gott, ich kann mich doch nicht zweiteilen. Emmerlein, was ist denn mit dir? Möchtest du gar nichts essen? Ich hab doch gesagt, ich hab keinen Hunger und dann habt ihr gesagt, ich soll trotzdem kommen und jetzt sitze ich hier. Also ich hab den ganzen Tag eigentlich Hunger, aber Armbrot ist so ein Ding, also es gibt spannendere Essen. Tja, Emma, zum Armbrot gibt's halt Brot, deswegen heißt es ja auch Armbrot. Das kann ich jetzt leider nicht ändern. Emma, soll ich dir vielleicht was schmieren? Was möchtest du denn drauf haben, hm? Nee, Mama, keine Lust. Ich hab gar keinen Hunger, ich geh. Lass mal gut sein. Oh, wow, 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 wow. Emma, bist du jetzt wirklich aufgestanden? Oh, das gibt Ärger. Also, ich hätte ja gerne hier Pizza, aber naja, dann ist halt Armbrot. Oh, Hannah hat's richtig gut, dass sie über die Pfingstferien einfach zu Oma und Opa durfte. Da gibt's bestimmt leckerere Sachen als hier. Emma Vogel, du kommst jetzt bitte wieder zurück. Wir wollen hier gemeinsam Abendessen. Also, zurück mit dir. Ach je, wie soll denn das bloß werden, wenn sie in die Pubertät kommt? Ich finde, sie fühlt sich jetzt schon so auf wie ein Teenager. Oh, ich bleib jetzt einfach so lange hier sitzen, bis das Armbrot vorbei ist. Das ist ja wirklich furchtbar, Armbrot. Einfach jeden Tag nur Brot zum Essen. Ich möchte Pizza und Pommes und Spaghetti. Also wisst ihr was? Ich werde heute ganz, ganz vorbildlich sein. Also ich mache keinen Ärger. Also zumindest jetzt nicht hier in der Küche. Ich werde jetzt hier alles einräumen und damit bin ich das beste Kind, oder? Und nicht Emma. So, das war's dann auch schon wieder. Ich gehe dann Fernsehen gucken. Also Martin, irgendwie habe ich das Gefühl, die Kinder machen, was sie wollen, oder? So, ist die Luft jetzt rein? Ist das Abendessen endlich vorbei? Oh, Emma, du bist genau richtig. Jetzt fangen die Cartoons an. Komm, setz dich, los. Also ich werde jetzt schon mal hier alles abräumen. Ich glaube, wir sind fertig. Und ich denke, Emma möchte vielleicht doch nichts essen. Dann schaue ich mal, was Julian so macht und bleibt da vielleicht auch sitzen. Wer weiß. Na Julian, was machst du da? Emma, was wird das denn jetzt bitte? Erst kein Armbrot essen und jetzt hier Fernsehen gucken? Also so geht das nicht. Hallo Papa, ja, die Lieblingsserie von Julian und mir läuft doch. Nee, Emma, nee, heute ganz bestimmt nicht. Nach der Aktion, auf gar keinen Fall. Für dich gibt's heute kein Fernsehen. Oh, Papa, du bist richtig fies und gemein. Du bist total blöd. Ich kann dich nicht ausstehen. Und du bist viel gemeiner als Mama. Ich mag dich nicht. Ich hasse dich. Oh, Emma, aber das hat mich jetzt ein bisschen schwer getroffen. Aber nicht Fernsehen gucken, das ist doch jetzt nicht so schlimm. Oh Mann, was ist denn mit Emma heute los? Emma, weißt du was? Werden wir erwachsen? Erwachsen werden? Niemals. Habt ihr gehört? Ich soll erwachsen werden. Nur weil es kein Armbrot gibt. Ich mag das nicht. Und jetzt kann ich meine Serie nicht gucken. Und wenn ich erwachsen bin, dann kann ich bestimmt nicht mehr mit dem Prinzessinnen-Schloss spielen. Das kommt dann auf den Flohmarkt. Martin, doch kein Fernsehen mit Julian? Was war denn da gerade schon wieder los? Claudia, ich weiß ja nicht. Also unsere Tochter, die ist ja ab und zu die Emma ein bisschen schräg drauf. Aber heute, sie meinte gerade, dass sie mich hasst. Und wieso denn? Bin ich so ein schlechter Vater? Eieiei, das ging ja gar nicht gut aus. Hat er ihr etwa Fernsehverbot gegeben? Wenn ich erwachsen bin, dann kann ich nicht mal in meinem Prinzessinnenbett schlafen. Das wäre eine Katastrophe. Ich will nicht erwachsen werden. Niemals. Was? Wie bitte? Das habe ich ja seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Hey Emma, komm mal schnell. Das musst du dir mit angucken. Oh Mann, wie lange ist das nur her? Oh, was ist los, Julian? Was willst du von mir? Guck doch mal. Kennst du die noch? Das sind die Ding-Dongs. Boah, wie lange ist das her? 20 Jahre oder so, dass ich das letzte Mal gehört habe? Also, ich mochte sie damals nicht und jetzt auch nicht unbedingt. Aber trotzdem heftig, ne? Oh ja, die Ding-Dongs, cool. Voll gut, dass wir zusammen Fernsehen gucken können, Julian. Was? Wie bitte? Fernsehen gucken mit dir? Nee, das machen wir nicht mehr. Ich wollte dir nur das Lied zeigen und jetzt raus hier. Oh, Julian, du bist total fies. Du hast mich reingelegt. Ich dachte, wir gucken zusammen Fernsehen. Also wirklich, als ob ich mit einem Baby Fernsehen gucke. Einmal Baby, immer Baby. Ich guck mal, was Mama und Papa machen. Du kannst wirklich stehen bleiben, Julian. Ha, hier haben wir auch einen Fernseher, hallo. Ach, Emma, also bitte schleich dich doch nicht so ran. Also das ist nichts für kleine Kinder. Nee, das darfst du nicht gucken. Ich mach mal schnell hier ein Kinderprogramm an oder so. Oh, Papa, ich bin 22 Jahre alt. Ich kann das gucken. Ich brauche kein Kinderprogramm mehr. Ach,
22 Jahre schon. Och, Emmerlein, du bleibst immer mein Baby, mein süßes kleines Babylein. Boah, ich krieg echt zu viel. Nein, ich bin kein Baby, Mama. Lass mich in Ruhe. Und Papa, das guck ich nicht. Ich will das andere gucken. Geh zu Hanna. Ach, Emmerlein, aber ich habe extra Cartoons jetzt für dich angemacht. Das liebst du doch, oder nicht? Ach, Hanna, meine Butterblume, ich hab dir hier ein paar Blumen wieder mitgebracht, aber weißt du was, du bist natürlich viel, viel schöner als diese Blumen, die kommen da nicht ran. Du bist einfach das tollste Mädchen hier in Playmobil City, aber das sage ich dir, glaube ich, schon seit der Grundschule, oder? Oh, das ist ja ekelhaft, Hanna und Dave, igitt. Ach, das war ja wieder sowas von klar, wie ein kleines Kind. Naja, du bist ja auch ein kleines Kind, bist du wieder am Rumspionieren, ne? Hä? Nein, ich hab nur geguckt, was Hanna macht und ich jetzt gar nicht sehen wollte. Bläh, die knutschen rum. Emma, weißt du was? Kümmer dich doch einfach um deine Sachen. Ich bin jetzt weg. Ciao. Was? Julian, nimm mich doch mit. Hey, ich will mitkommen. Julian, du, die Porsche-Schlüssel, die liegen auf dem Tisch in der Küche, ne? Jo, hab ich gefunden. Ist vollgetankt hoffentlich, ne? Okay, Julian, ich bin bereit. Du kannst mich einfach mitnehmen. Also tragen und dann im Auto anschnallen. Emma, auf gar keinen Fall. Weißt du eigentlich, wie peinlich das wäre? Ich würde mich ja lächerlich machen, mit einem Baby rumzufahren. Auf gar keinen Fall. Oh Mann, das ist total unfair. Wann kann ich endlich meinen Führerschein machen? Emmerlein, vielleicht, wenn du ein bisschen größer bist und an das Gaspedal rankommst, hm? Emma, ich hab was für dich. Guck doch mal, hier, ein richtiges Auto. Brumm, 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 mein Spielzeugauto. Brumm, brumm. Papa, willst du mich verklapsen? Ich bin 22 Jahre alt, ich spiele mit sowas nicht mehr. Was versteht ihr das endlich? Ich will einen richtigen Führerschein und einen Porsche fahren. Richtigen Führerschein und Porsche fahren? Vielleicht fangen wir erstmal mit Brötchenessen an. Emma, hast du nicht vielleicht doch Hunger? Ich habe extra Brötchen aufgebacken für dich und kein Brot. Oh, das ist ja super. Das duftet aber. Na dann, ab in die Küche. Einfach mir folgen. Aber Mama, das schmier ich mir schön selber. Ich bin schon groß. Ich kann das schon. Ich bin kein Baby mehr. Oh, klasse. Wie ich es liebe, wenn Hanna nicht zu Hause ist. Dann kann ich hier gemütlich an ihrem Laptop Minecraft zocken und nicht immer auf dem Tablet. Wer ist das denn schon wieder da an der Tür? Ich kann gerade nicht. Ich bin beschäftigt. Julian, kannst du bitte zur Tür gehen? Ich bin gerade im Badezimmer. Also ich muss erstmal gucken, ob es sich überhaupt lohnt, diese Tür hier aufzumachen. Ich schau mal aus dem Fenster, wer da draußen überhaupt ist. Oh yes, natürlich, den lasse ich rein, ich komme. Ich bringe hier eine Pizza für Familie Vogel. Perfekt, ich habe zwar keine bestellt, aber das muss ja keiner wissen. Immer her mit der Pizza. Diese Pizza gehört nur mir alleine. Ich muss sie schnell aufessen, damit keiner was davon bekommt. Wie wär's denn mit bezahlen? Was für ein Geld? Ich habe kein Taschengeld mehr. Das habe ich für letztens hier bei Minecraft ausgegeben. Ich habe kein Geld, ich esse die Pizza jetzt so. Also ein bisschen was bräuchte ich schon. Vielleicht könntest du mir ja statt dem Geld ein Parfüm deiner Mutter geben. Hä, was ist das denn für eine Idee? Also die Idee finde ich ja klasse. Natürlich, ich hole direkt sowas. Oh Mann, wenn ich immer mit dem Parfüm von Mama zahlen könnte, dann könnte ich mir ja alles leisten. Oh, wo ist denn dieses Ding? Oh, die sprütze ich doch immer damit ein. Wo ist das? Julian, du weißt schon, dass ich hier auf der Toilette bin. Und was suchst du da eigentlich? Mama, lass dich erst gar nicht stören. Ich weiß, das ist deine Privatsphäre. Ich wollte einfach nur die Pizza bezahlen und das kann ich wohl mit dem Parfüm hier. Bitte was? Pizza? Ich habe gar keine bestellt. Und Pizza bezahlen mit Parfüm? Was ist das denn? Oh, wie lange dauert das denn jetzt noch? Ich will dieses Parfüm haben. So, bitteschön. Und den Rest können Sie behalten. Aber nicht zu viel drauf machen, okay? Weil das stinkt sowas von gewaltig. Oh Mann. Das merkt ganz Playmobil City. Also, vorsichtig damit. Das riecht so lecker. So, ich habe gezahlt. Also, ich möchte jetzt in Ruhe meine Pizza essen. Danke, ciao. Das gibt's doch wohl nicht. Das habe ich mir doch schon fast so gedacht. Ja, Mama, es tut mir leid, aber es ist einfach so. Pizza esse ich mit den Händen und nicht mit Besteck, doch nicht mit Messer und Gabel. Wer macht das denn bitte? Ach, Julian, das meine ich überhaupt nicht. Gib mir sofort das Parfüm wieder. Was willst du überhaupt hier? Ich weiß gar nicht, wovon Sie reden. Das ist mein Parfüm. Das ist meine Bezahlung für die Pizza. Ach ja, dann lass mal bitte diese lächerliche Verkleidung sein. Ich hab dir schon so oft gesagt, dass du hier nichts zu suchen hast. Was willst du hier? Raus! Claudia, Mist. Meine Verkleidung ist aufgeflogen. Ich wollte nur das Parfüm haben. Hä, wie? Ich dachte, du wärst eine Frau. Du siehst ja gar nicht aus wie eine Frau. Ist das nicht Mamas Ex-Freund? Oh, bitte, Claudia, lass mir bitte dieses Parfüm. Ich brauche irgendwas, irgendein Andenken an dich. Es tut mir auch leid. Ich werde mich hier nicht mehr blicken lassen. Versprochen. Oder vielleicht auch doch. Ich hab das Parfüm. Oh. Alles, was ich wollte für den Moment. Hey, stehen geblieben. Ach, der kann doch nicht einfach meine Sachen klauen. Naja, wenigstens ist er jetzt weg. Das verstehe ich nicht. Karneval ist doch noch gar nicht. Oder warum verkleiden sich jetzt hier die Pizzaboten auf einmal? Oder schämt er sich? Das kann ich auch. Hallo, herzlich willkommen bei Marius Pizzablitz. Was für eine Pizza möchten Sie? Kann ich auch. Ich kann auch arbeiten. Julian, setz das bloß wieder ab. Wer weiß, von wem er das gestohlen hat. Vielleicht aus dem Friseursalon. Mama, darf ich dich mal was fragen? Warum ist das denn dein Ex-Freund? Wenn das jetzt dein Mann wäre, dann könnten wir jeden Tag Pizza essen. Jeden Tag, stell dir das mal vor. Würdest du das nicht doch nochmal überlegen? Julian, ich glaube,
der ist gar kein Pizzabote. Ich glaube, das war nur seine Tarnung, um hier reinzukommen. Und wenn ich mir das so recht überlege, mit meinem Ex-Freund verheiratet sein? Oh Gott. Oh, Claudia, wo bleibt sie denn? Ich warte schon so lange hier. Claudia, wo bist du? Bastian, sag mal, hast du deinen Schlüssel vergessen? Oder wieso kommst du nicht rein? Claudia, da bist du ja. Ich habe dich schon sehnsüchtig erwartet. Oh, mein Schatz, ich habe dich so vermisst. Komm her, komm her. Oh, lass mich deine Tasche tragen. Die ist doch bestimmt super schwer. Oh, Claudia, schön, dass du wieder da bist. Bastian, ich war doch nur 5 Minuten kurz was einkaufen. Okay, anscheinend hast du mich wirklich vermisst. Claudia, ich habe auch noch was ganz Tolles für dich. Überraschung. Guck doch mal, guck. Bastian, ich habe aber gar keinen Geburtstag, das weißt du, oder? Wozu denn jetzt diese ganze Torte und mit den Kerzen? Ach, Claudia, das fragst du noch? Ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Dich zu haben ist für mich wie jeden Tag Geburtstag zu haben. Deshalb die Torte. Komm, setz dich. Ich weiß doch, wie gern du Torte magst. Lass es dir schmecken. Bastian, das ist ja wirklich alles lieb und nett, aber eine ganze Torte nur für mich? Oh. Du, Bastian, hast du was dagegen, wenn ich das vielleicht später esse oder über die nächsten Wochen? Weil ich glaube, jetzt schaffe ich das alles gar nicht. Claudia... Wie du meinst, das ist deine Torte, du kannst sie natürlich essen, wann du willst. Ich brauche jetzt erstmal ein paar Minütchen für mich. Das war ja wirklich ein Ding. Erstmal die ganze Zeit vor der Haustür warten, ich war wirklich nur kurz weg und dann diese Torte? Ich gehe erstmal auf Toilette. Oh nein, das gibt's doch wohl nicht. Die Torte hat alles ruiniert. Claudia mag mich nicht mehr, aber ich habe mir so viel Mühe gegeben. Oh, was ist nur los mit ihr, diese Torte? Oh. Erstmal durchatmen, ein paar Minütchen nur für mich. Ohne Bastian, der ist wirklich überall, wo ich bin. Da kann nicht eine Minute ohne mich sein. Claudia, hallo, Schätzchen, hallo. Oh, Bastian, du hast mich zu Tode erschreckt. Was machst du da? Ich wollte nur in deiner Nähe sein und ich gieße ganz nebenbei mal so die Blumen. Also wirklich, Julian, so wie ich es mir ausgemalt habe, ist es eine Katastrophe. Ich möchte auf gar keinen Fall mit Bastian verheiratet sein, mit meinem Ex-Freund. Mit Papa habe ich es viel besser. Naja, vielleicht hast du ja recht, ist ja noch nerviger als ich. Aber trotzdem wäre es nicht cool, wenn wir jeden Tag hier Pizza hätten. Lass mal gut sein, Julian. Und außerdem, ich glaube, mit Bastian hätte ich gar keine Kinder gehabt. Ihr seid mir viel lieber. Was? Was fasst sie denn den Jungen an? Sie soll lieber meine Haare streicheln. Julian, guck mal, wie sehe ich denn aus als Pizzabotin, hm? Also wenn du diese Haare jetzt immer hättest, dann wüsste ich, von wem ich meine roten Haare habe. Aber das sieht irgendwie komisch aus, Mama. Nimm das wieder ab. Oh, Claudia, du siehst einfach fantastisch aus, egal was du trägst. Du siehst immer spitzenmäßig aus, meine absolute Traumfrau. Oh, ich werde sie auf jeden Fall für mich irgendwie gewinnen können. Ich weiß nur nicht wie, aber bis dahin habe ich ihr Parfüm. Oh, das riecht wirklich zauberhaft. Julian, guten Morgen, du musst aufstehen. Du musst doch in die Kita. Julian, du kommst zu spät. Julian, aufstehen, komm schon, kleiner Mann. Raus aus den Federn. Julian, du kannst nicht so tun, als wenn ich nicht da wäre. Hallo, aufstehen. Ja, 5 Minuten. Ach komm schon, Julian. Ich stehe gleich auf, lass mich doch noch ein bisschen schlafen. Nur 2-3 Minuten oder 2-3 Stunden. Also so wird das schon mal gar nichts. Ich brauche unbedingt meine Geheimwaffe. Ach, Emmerlein, du bist ja schon hellwach. Guten Morgen. Hallo Mama, ich bin schon ganz lange wach, bestimmt schon 2 Stunden. Und ich spiele schon mal mit meinen Puppen, ich muss mir doch eine Geschichte überlegen. Emma, kannst du das vielleicht einen kleinen Moment unterbrechen und mir helfen, Julian zu wecken? Ach so, ja, meine liebste Aufgabe. Du brauchst gar nichts sagen. Du kannst schon mal nach unten gehen. Ich wecke Julian. Mhm. Ach super, danke Emma. Auf die ist immer Verlass. Aber Emma, sei nicht so brutal. Lass das mal meine Sorge sein, Mama. Ich mach das ganz ruhig. Julian, aufstehen. Oh, Emma, raus aus meinem Zimmer. Nicht schon so früh morgens. Raus, 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 raus. Okay, erste Mission misslungen. Dann die zweite. Julian, aufstehen! Ich bin jetzt hier oben! Ich springe jetzt die ganze Emma, Zeit! Runter, komm, vom Bett! Emma, was soll das? Ich will hier noch schlafen. Los, raus aus meinem Zimmer und runter von meinem Bett. Oh Mann, so früh morgens. Wenn du nicht hören willst, dann kommt jetzt die dritte Mission. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Jetzt kommt Emma mit der Pupsattacke! Ah, Emma, bist du total verrückt geworden? Oh Gott, mir ist schon so voll schlecht so früh am Morgen. Bist du total verrückt? Warum machst du das immer wieder? Das ist doch total eklig. Kannst du das nicht unten machen? Oh, dieser Geruch. Boah, Emma. Tja, Julian, da hast du sowas von selber schuld. Hättest ja gleich aufstehen können. Das ist doch nicht mehr menschlich. Emma, immer musst du mich so brutal wecken. Kann das nicht mal ganz, ganz ruhig sein? Wobei, oh, ich glaube, ich bin schon zu spät. Oh, toll. Ach, wer ist da denn? Hallo, Julian. Da hat die Geheimwaffe doch funktioniert. Ja, guten Morgen, Mama. Ich wollte jetzt auch direkt los. Tschüss. Was ist mit Frühstück? Ach, Julian, komm schon. Ich habe so viel vorbereitet. Jetzt kannst du doch nicht einfach gehen.
Mama, also bitte, wie soll ich jetzt noch Appetit haben, nachdem Emma mich da angepupst hat? Weißt du, was für ein Geruch das eigentlich ist? In meinem Zimmer herrscht ein Geruch, da will ich 2 Jahre nicht mehr rein. Das stinkt voll, ich gehe jetzt. Also, wenn Emma gestern noch Kakao getrunken hat, ich glaube, sie hat auch Bohnensuppe gegessen. Ach, dann kann ich das Ganze verstehen. Ich habe dir auch was gemacht. Ja, habe ich schon eingepackt. Ich mache mich dann alleine auf den Weg. Ich bin auch schon gleich zu spät. Oh Mann, ich sollte früher aufstehen. Tschüss! So, ab geht's zur Kita. Und Mama meint immer, das ist immer hier um die Ecke. Aber so um die Ecke ist das irgendwie nicht. Also alleine, wenn ich schon hier schaue, normalerweise müsste hier die Kita sein. Aber nein, ist sie natürlich nicht. Hier ist die Autowaschanlage. Wow, die ist ja wirklich um die Ecke. So weit ist das ja gar nicht. Aber Papa will nie das Auto waschen. Oh Mann, ich erinnere mich noch, wo wir einmal in der Autowaschanlage waren. Da bin ich aus dem Auto rausgegangen. Naja, klug war das nicht. Ich sollte mich beeilen, ich bin doch sowieso schon spät dran. Oh, wo ist denn jetzt die Kita? Ich dachte, die wäre hier um die Ecke. Normalerweise ist das nicht so weit entfernt. Und hier haben wir das Einkaufszentrum von Nils Schnösel. Oh Mann, stimmt, das ist ja auch hier um die Ecke. Oh Mann, das ist ja echt alles hier in der Nähe. Und wir fahren immer mit dem Auto ins Einkaufszentrum. Ist irgendwie schon eine Verschwendung. Komisch. Oh nein, nicht schon wieder an diesem Haus vorbei. Warum bin ich wieder diesen Weg hier gegangen? Schnell weg hier! Ich hasse dieses Geisterhaus. Wie dieses Haus schon aussieht, da will doch nur ein Geist drinne wohnen oder ein Monster. So wie Molly und Frankie und die anderen. Dass wir da mal freiwillig reingegangen sind. Oh Mann, ich muss hier schnell weg zur Straße. Oh Mann, da wäre ich. Oh, endlich wieder Menschen, da hatte ich voll viel Angst. So, jetzt nur noch über die Straße und da hinten ist schon die Kita, klasse. Aber, oh Mann. Hier sind so viele Autos. Ich muss erst nach links, nach rechts, dann wieder nach links. Aber irgendwie sehe ich nur Autos. Warum können die hier nicht mal eine Ampel dran machen? Oh, ich glaube, die Straße ist jetzt frei. Ich glaube schon. Oh, toll, natürlich nicht. Schon wieder ein Auto. Sag mal, müssen nicht alle zur Arbeit oder zur Schule oder in die Kita? Was macht ihr alle auf der Straße? Also ehrlich, das verstehe ich alles nicht. Warum ist hier vor der Kita kein Zebrastreifen oder so? Das müsste man doch mal machen. Oh Mann. Ach, sieh mal einer an. Ist das nicht der Julian? Julian, hallo, guten Morgen. Hey, Papa, was machst du denn hier? Kannst du mich nicht mitnehmen? Ach, Julian, die Kita ist doch direkt hier vorne. Und außerdem, ich muss das Auto waschen. Ja, natürlich, ist ja klar. Genau heute Morgen, wo ich zu spät zur Kita komme. Aber stimmt, da ist ja schon die Kita. Aber ich komme hier nicht über die Straße, wie immer. Och, nö, jetzt noch der Schulbus oder wie? Ja, ist klar. Ich glaube, du bist auch schon zu spät. Oh, nee. Stopp. Ich darf den Bus nicht verpassen. Kann hier mal jemand anhalten? Hey, da muss doch wer mit. Ach, die Kleine will doch jetzt nicht über die Straße laufen. Hey du, der Bus wartet bestimmt. Moment. Vorsicht, da kommt noch ein Auto. Stopp. Ja, ist ja gut. Ich muss jetzt zum Bus. Ich komme zu spät zur Schule. Ich sehe das Auto. Hey, Pia. Ach, sieh mal einer an. Da ist der Schulbus. Ich glaube, der ist aber auch ein bisschen zu spät. Der müsste eigentlich pünktlicher sein. Stopp. Oh Gott, was macht das Kind denn da? Ich muss bremsen. Ich hoffe, ich schaffe das noch. Das Mädchen da. Stopp. Pia, das Auto. Weg da. Hey, weg da. Warum ziehst du an meinem Rucksack? Ja, tut mir leid, das ging nicht anders. Du hast ja das Auto nicht gesehen. Oh Gott, anhalten! Oh, geschafft. Oh Gott, wo ist das Kind? Das ist doch nicht... Oh Gott. Pia, also bist du denn total verrückt geworden? Da kam doch ein Auto, du kannst doch nicht einfach so über die Straße gehen. Das war echt knapp, ey. Der hätte dich fast überfahren. Oh, ich habe das Auto gar nicht bemerkt, ich war nur auf den Bus fixiert. Ja, hab ich gemerkt. Ich muss zur Schule. Oh Gott, Kindlein, ist alles... Oh, Pia, bist du das? Also, Pia, von dir hätte ich das nicht erwartet. Du musst doch auf die Straße gucken. Oh Gott, ich hätte dich fast überfahren. Natürlich, Sie sind das. Sie haben mich fast angefahren. Aber einen schicken Schlitten fahren Sie da. Cool. Oh Gott, schicken Schlitten, sagt sie jetzt noch. Ich hätte dich fast überfahren. Weißt du was? Oh Gott, komm, einfach zur Schule. Du bist sowieso schon zu spät. Ja, ich weiß. Ich muss jetzt auch wirklich los. Und ich gucke auf die Straße. Danke, Julian. Tschüss. Oh Mann, das war wirklich knapp. Kein Problem, Pia, immer wieder gerne, aber pass bitte beim nächsten Mal auf. Normalerweise kenne ich sowas nur von mir. Und ich weiß, du bist zu spät und... Wo wollte ich denn noch? Oh Mann, jetzt komme ich selber zu spät, danke. Oh Gott, jetzt kommen schon wieder Autos. Das wird dauern heute. Ach Martin, immer wieder das Gleiche. Kannst du bitte aufhören, dich so anzustellen? Aber Claudia, Schatz, bitte, das kannst du mir nicht antun. Bitte nicht heute, bitte nicht. Martin, ich habe doch hier schon alles vorbereitet. Du musst im Prinzip fast gar nichts mehr machen. Claudia, bitte, Schatz, ich flehe dich an. Bitte geh nicht. Bitte lass mich nicht alleine. Bitte nicht. Oh Gott, das ist der reinste Albtraum. Tu mir das nicht an. Martin, du musst doch jetzt nicht so eine Szene machen. Du bist erwachsen. Du bist Vater von 3 Kindern. Das kann doch jetzt wirklich nicht sein, oder? Oh doch. Das kann sein. Bitte, Claudia, tu mir das nicht an. Das kannst du nicht machen. Wir lieben uns doch. Und sowas mir anzutun, das ist doch keine Liebe mehr. Also jetzt wird's mir langsam wirklich zu bunt. Du übertreibst total. Ich glaube langsam, du bist mein 4. Kind. Ich bin nicht dein 4. Kind. Nein, das bin ich nicht. Oh doch. Nein, das bin ich nicht. Gar nicht. Wie du dich verhältst. Nein, ich bin schon fast 40,5. Also bitte. Ach Martin, ich lass dich jetzt hier alleine. Du kriegst das schon hin. Und wenn's brennt, dann kannst du anrufen.
Oh Gott, wie soll ich das nur hinbekommen? Oh, das schaffe ich heute nicht. Okay, Martin, reiß dich zusammen, du bekommst das hin. Na, Papa? Bist du bereit, unser Babysitter zu sein, hä? Oh nein, ich schaff das nicht. Claudia! Bitte geh nicht, ich tu auch alles. Oh, Martin. Ich geh auch jeden Tag arbeiten. Das ist lächerlich. Ich tu alles, bitte bleib nur hier. Oh, ich verstehe das gar nicht. Warum muss Papa sich immer so anstellen, wenn er auf uns aufpassen soll? So schlimm sind wir auch nicht. Naja, überleg mal kurz. Du, Emma, ich, Julian. Naja, ich würde auch so eine Panik schieben. Ich lasse euch drei jetzt alleine. Hanna ist immer noch bei Oma und Opa. Die kann dir nicht helfen, aber du kriegst es auch alleine hin mit den beiden. Ich bin in einer Stunde wieder da. Claudia, das werde ich dir nie verzeihen. Also niemals, was du mir heute angetan hast. Oh Gott. Okay, es sind meine Kinder. Ja gut, okay, ich kümmere mich drum. Gut, okay, ich zieh's durch. Hallo Emma, hallo Julian, ihr seid ja meine Kinder. Was möchtet ihr denn heute machen? Also muss es aufhören, so komisch zu reden, Martin. Ja gut, okay, ihr habt ja recht, Schatz. Was möchtet ihr da machen? Möchtet ihr irgendwas machen oder sollen wir einfach nur zu Hause bleiben? Möchtet ihr raus? Hä? Also ich möchte einfach nur in Ruhe gelassen werden. Ich gucke mir jetzt ein paar Minecraft-Videos an. Das war so eine neue Map mit einer riesigen Pepsi- und Cola-Dose. Wow, das klingt richtig gut. Ich komme mit. Das gucke ich mir an. Okay, also so einfach habe ich mir das nicht... Wollt ihr nicht frühstücken? Naja, egal. Wir lassen es einfach. Ja, geht nach oben und mich bitte in Ruhe lassen. Also so einfach habe ich mir das jetzt heute nicht vorgestellt. Naja, nehme ich so mit. Hä? Wie geht denn das? So eine riesige Dose mitten in Minecraft. Wie geht das? Das frage ich mich auch, aber ich glaube, der saß da tagelang an dieser Sache. Also das muss ja richtig lange gedauert haben und da kommt sogar Wasser raus. Oh, mir reicht das jetzt. Minecraft ist schon wieder zu langweilig. Ich guck mal, was Papa macht. Papa? Papa? Hey, du Schnarchner, du sollst doch auf uns aufpassen. Aufstehen, Papa. Hey, du bist doch unser Babysitter, du darfst doch nicht einschlafen. Und Babysitter werden doch auch bezahlt. Für Schlafen kriegst du kein Geld. Hey, du Emma, ist der Papa vielleicht gerade am Schlafen? Ich hätte da eine super Idee. Natürlich ist er am Schlafen, der schläft immer ein. Dem ist das hier wohl zu langweilig mit uns. Ha, ob es ihm gleich noch so langweilig sein wird, weiß ich nicht. Ich habe da was richtig Cooles vor und du bist auch mit dabei, Emma. Ja, was hast du denn mit mir vor? Kein Experiment, okay? Nein. Okay? Mach dir keine Sorgen, du bist dabei und wir brauchen auf jeden Fall den Pool. Das wird eine richtig coole Aktion. Ich habe da noch was über, was mir Steve mitgegeben hat aus der Kita. Das wird richtig cool, sage ich dir. Okay, Emma, auf drei, okay? Mhm. 1, 2, 3. Papa! Oh Gott, was ist hier los? Brennt es irgendwo? Kinder, raus, direkt raus. Ich bin doch Feuerwehrmann. Papa. Okay, Emma, reicht. Okay, Papa, du bist wach. Sehr gut. Kinder, was ist denn hier los? Brennt es irgendwo? Nein, ich glaube nicht. Und was ist das denn? So habe ich den Pool aber nicht hinterlassen. Das ist doch nicht... Oh Gott, Julian, Emma, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Oh Gott, sie haben es wirklich geschafft. Überraschung! Wobei, du kennst es ja schon mittlerweile. Ja, yep. Es ist unser Pool. Oh, Julian, Emma, wie konntet ihr nur, wenn das Mama sieht... Oh Gott, dann bin ich sowas von dran. Ja, ich sehe es. Aber wie habt ihr das denn nur... Oh, ja, ich bin eingeschlafen, stimmt. Oh Gott, ich krieg sowas von Ärger von Claudia. Papa, mach mal jetzt Platz da. Hey, weg da. Wir wollen rein. Hier kommt Julian Geronimo! Oh Mann, ist das cool, das fühlt sich an wie beim letzten Mal, aber irgendwie hat das diesmal eine andere Farbe. Also Steve meinte, das sei eigentlich rot, aber das ist nicht rot. Rot sind doch meine Haare. Mach Platz, Julian, jetzt komme ich. Ich brauche auch keine Schwimmflügel. Da ist nämlich kein Wasser drin, das Glibber. Da kann ich untergehen. Also Kinder, bitte, wer möchte denn hier... Ich muss das hier irgendwie wegbekommen. Ich bin gleich wieder da. Wer möchte denn hier bitte schwimmen? Papa, ich hab doch gesagt, hier schwimmt keiner. Das ist kein Wasser, das ist Jellybuff, das Glimmer. Ja, Papa, siehst du, guck, ich gehe gar nicht ein. Also nur ganz, ganz langsam. Oh Mann, ist das klasse. Fühlt sich an wie Wackelpudding. Na, Wackelpudding, so weit kommt es doch. Also bitte nicht essen. Das dürft ihr nicht, das wisst ihr. Ja, das wissen wir, Papa. Machen wir nicht. Hä? Was ist denn das hier? Oh, hast du schon entdeckt? Ist das ein Überraschungsei, Julian? Ja, da habe ich ein paar verteilt hier im Pool. Die musst du suchen. Also ein paar sind hier noch, ne? Also wenn du möchtest, dann kannst du hier im Jellybuff-Pool danach so... Weiß ich nicht, musst du halt gucken, aber noch einige. Hä, was soll denn das für eine Überraschung sein? Das ist ja leer, da ist doch normalerweise Spielzeug drin. Oh, du hast mich voll veräppelt. Warum soll ich denn Überraschungseier ohne Spielzeug suchen? Das ist doch nur ein Ball dann. Oh. Emma, denkst du wirklich, ich hätte so viel Geld über, dass ich da noch Spielzeuge reinpacke? Nein, das sind die Überraschungseier, die wir immer geschenkt bekommen haben. Die habe ich gesammelt und ich dachte, das wäre eine gute Überraschung für dich. So, eins habe ich schon mal. Du kommst jetzt hier raus. Macht schon Spaß, danach zu suchen. Aber Überraschungen sind das irgendwie nicht. Oh, hier ist noch eins. Cool, das ist pink. Das ist ja riesengroß.
Pinky-Überraschungseier, die habe ich hier doch. Doch, die habe ich mit reingepackt, stimmt. Oh, ich habe noch einen, jetzt habe ich schon drei. Oh, cool, Julian, du hast ganz viel hier reingetan. Also Kinder, ich habe mir jetzt gedacht, also wenn ihr schon im Pool seid, dann muss ich das ja auch prüfen, irgendwie testen, weil ich bin ja euer Vater. Und deswegen werde ich jetzt prüfen, ob man in diesen Pool reingehen kann und nicht, damit ich Spaß haben kann. Ja, ja, wer es glaubt, Papa, überprüfen, was willst du denn hier überprüfen? Du willst doch wahrscheinlich nur im Jellybuff-Pool hier schwimmen. Also Julian, bitte, nein, ich prüfe das nur. Das macht auch gar keinen Spaß, nein. Oh, fühlt sich das toll an. Na, ich wusste es doch. Beim letzten Mal hat dir das auch schon so gut gefallen. Wenn du willst, kannst du auch nach Überraschungseiern suchen. Komm gar nicht in die Tüte. Das sind alles meine. Wenn du eins findest, gehört es auf jeden Fall mir. Hast du gehört? Ja, werde ich nicht machen. Aber, oh, ist das entspannt. Kinder, wir müssen das auf jeden Fall wegmachen, bevor eure Mutter da ist. Aber ein paar Minuten sollte noch gehen. Warum habe ich mir eigentlich so viel Mühe gegeben? Die haben das Frühstück ja gar nicht angerührt. Ach, na gut. Wo sind die denn überhaupt? Sind die etwa im Pool? Hallo? Oh, Julian, Emma und Martin, was macht ihr hier im Pool? Was ist das für ein ekelhaftes Zeug? Mama, du bist wieder da. Das ist Jellybuff, komm rein. Aber nicht die Ü-Eier finden, die suche ich. Claudia, du bist ja schon wieder da. Also, oh Gott, Kinder, das ist ja gar kein Wasser. Habt ihr mich veräppelt? Ich dachte, das wäre Wasser. Das wusste ich jetzt nicht. Oh Gott, oh Gott. Was, Papa? Du meinst doch, dass du das hier prüfen willst, weil hier Jellybuff drin ist. Okay, alles klar. Martin, du sollst doch ein Vorbild für die Kinder sein. Aber ich, du hast recht. Ach. Könnt ihr mal alle leise sein? Ich muss mich ja konzentrieren. Ich muss doch noch die letzten Ü-Eier finden. Julian, sind hier jetzt noch welche drin oder nicht? Julian, jetzt mach schon. Ich bin bereit. Mach! Ja, aber was denn? Was soll ich jetzt mit dem Glas hier machen? Das verstehe ich nicht. Du hast mir das gar nicht erklärt. Oh, du sollst das auf meinen Bauch tun und dann horchen. Vielleicht kannst du das Baby hören. Oh ja, ist ja gut. Ich höre gar nichts. Nur dein Herz. Du schlägst echt wild. Oh, ich merke aber, dass irgendwas in mir strampelt. Was macht ihr beiden denn da? Das sieht ja lustig aus. Julian, wofür brauchst du das Glas? Boah, Emma, nee, ne? War das ein Schleicher oder was? Boah, wie stinkt. Ich hab doch irgendwas gehört. Das kann kein Schleicher sein. Ups. Ach so, das war das also. Ups. Und ich dachte, ich hab ein Baby im Bauch. Lass das lieber mit dem Glas mal sein. Nicht, dass sich noch jemand verletzt. Und Emma, du kannst wirklich froh sein, dass du kein Baby im Bauch hast. Apropos Baby, ich wollte eigentlich heute in die Klinik fahren und da mal vielleicht das Kind untersuchen lassen, wenn es denn eins ist. Oh, super, da komme ich auf jeden Fall mit. Baby gucken. Oh, was, in die Klinik? Da komme ich doch mit. Das ist eigentlich ziemlich spannend. Außer, wenn ich in die Klinik muss, dann ist das nicht so toll, weil ich mag es eigentlich nicht im Krankenhaus, wenn ich rein muss. Na gut, Kinder, ich warte dann unten auf euch. Wir gehen gleich los. Also nochmal zum Mitschreiben. Ich möchte, dass ihr euch gut im Krankenhaus benehmt. Keine Faxen machen, richtig? Oh Mama, als ob wir irgendwie Faxen machen. Niemals. Also bitte. Nein, wieder nicht. Und außerdem, wenn es ein Baby wird, soll es ein Junge werden. Ja. Mädchen. Nein. Das werden wir noch herausfinden. Vielleicht ist da ja auch gar kein Baby drin und mir geht es einfach so ein bisschen komisch. Oh, wenn wir im Krankenhaus sind, vielleicht kriege ich da auch ein Spielzeug oder Süßigkeiten, je nachdem, wie ich mich benehme. Oh, gleich, wenn wir im Krankenhaus sind, ne, da werde ich auf jeden Fall Rollstuhl fahren. Auf jeden Fall. Nein, Julian, es wird kein Rollstuhl gefahren. Wieso denn nicht? Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Claudia Vogel, mein Name. Ich hatte vorhin angerufen. Es geht um die Untersuchung des Bauches. Und das sind meine Kinder, Emma und Julian. Ach ja, die zwei kenne ich doch. Bekannte Gesichter hier in der Klinik. Hey, das macht man nicht mit dem Nackenfinger auf jemanden zeigen. Ja. Was anziehen bitte nächstes Mal? Soll ich das auch machen? Oh, Entschuldigung, ich mein's natürlich nicht so. Nehmen Sie doch mal bitte alle drei hier im Wartezimmer noch Platz. Vielen Dank. Dann los, Kinder. Oh, schau mal, Julian, ist das nicht ein süßes kleines Kind? Ja, total süß. Aber bei unserem Kind, ne, also das muss auf jeden Fall rote Haare haben, damit das klar ist. Hallo, ich bin Emma Vogel. Dein Strampler passt zu dem Autositz. Voll cool. Ach, vielen Dank, meine Kleine. Das ist die Mathilda, die kann leider noch nicht reden. Aber ich nehme das Kompliment gerne an für sie. Oh, du kannst doch nicht reden. Emma, du musst dir doch die Hand vor den Mund halten und die Nase. Du kannst doch nicht einfach jetzt das Kind anniesen. Oh, das ist mir aber jetzt ein bisschen peinlich. Ups, ich mach das schon wieder weg. Die kann ja gar nichts machen. Entschuldigung. Oh, Emma, muss das denn sein? Die kennt ja gar keine Grenzen. Einfach ins Gesicht niesen. Also das geht ja gar nicht, Emma. Dann wollen wir doch mal eben in dem System schauen. Claudia Vogel, wo haben wir sie denn? Ach ja, hier unten, die Krankenakte. Claudia Vogel, dann bitte einmal. Einmal hier entlang, Frau Vogel und die Kinder. Vielen Dank. Sie können dann schon mal hier auf der Liege Platz nehmen. Der Arzt kommt gleich. Und ich hoffe nicht, dass die beiden Kinder wieder was anstellen werden. Ich glaube, die haben ja hier wirklich schon genug erlebt im Krankenhaus. Julian, was hast du denn da? Hast du schon die ganze Zeit? Hast du dich verletzt?
Nö, also das stand hier einfach irgendwo rum. Also ich finde das eigentlich ziemlich cool, hier auf Krücken so zu gehen. Ist doch ziemlich cool. Also ich kann zwar nicht so schnell gehen, aber immerhin. Julian, ich habe doch ganz klar gesagt, du sollst dich benehmen. Dazu zählt keine Krücken klauen und auch keinen Rollstuhl fahren. Also lass es gefälligst sein. Oh ja, Mama, ist ja gut. Die Krücke brauchte doch überhaupt gar keiner. Also die wurde abgelegt von dem Opa da. Vielleicht braucht er die gleich wieder. Danke, du Spielfall. Ich meine, Mama. Ach, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war, euch mitgenommen zu haben. Aber ihr setzt euch am besten dahin, in die Ecke. Und Ruhe geben. Oh, Julian, das ist alles nur deine Schuld. Und jetzt müssen wir hier still sitzen. Total öde. So, schönen guten Tag, guten Frau Tag. Vogel. Ich bin der Herr Doktor. Wollen wir direkt mit der Untersuchung beginnen? Gerne. Ach, das sind ja süße Kinder, die beiden. Bleiben Sie dann einfach hier liegen, ich werde dann alles übernehmen. Oh, Emma, ich war noch nie bei einer Operation dabei, noch nie. Pass auf, Mama wird gleich aufgeschnitten. Nein, Julian, ich werde jetzt nicht aufgeschnitten. Ja, bist du verrückt? Ich würde dich doch nicht zu einer OP mitnehmen. Ja, richtig. Hier gibt's heute keine Operation. Das ist nur ein Ultraschall. Wir schauen mal, was so im Bauch von der Mama ist. Oh, das kitzelt. Das fühlt sich ein bisschen kühl an, dieses Gel. Aha, da sehe ich doch was. Ja, kann man sehr gut erkennen mit dem Ultraschall. Scheint die Galle zu sein, die so ein bisschen Probleme macht. Ja, ich kann das noch nicht so ganz erkennen, aber ich gehe davon aus. So, ich möchte das noch ein bisschen weiter untersuchen. Ich bin mir ja noch nicht ganz sicher. Ich würde gerne noch eine Blutabnahme machen. Also wenn das nötig ist, dann machen Sie das doch gerne. Vielleicht kann man dann auch sehen, sicher zu gehen, ob ich vielleicht schwanger bin. Alles klar, dann warten Sie bitte hier. Ich hole nur kurz eine Spritze. Bis gleich. Hallo, Martin Vogel hier. Meine Frau, die Claudia Vogel, die müsste heute hier zur Untersuchung sein. Können Sie mir sagen, in welchem Raum? Ach, Herr Vogel, ja, mit Ihren beiden Kindern ist sie hier. Das ist im zweiten Stock, Zimmer 203 müsste das sein. Alles klar, sehr schön. Vielen Dank, ich finde den Weg schon selbst. Ah, da seid ihr. Na, hallo ihr drei, wie geht's euch? Oh, Papa, endlich bist du da. Du wolltest mich doch abholen, deswegen bist du doch da. Oder ist es so langweilig mittlerweile? Ich dachte, Mama wird operiert, aber nein. Da gibst du so einen Ultraschall mit so einem ekligen Gel oder so. Also ich bleibe auf jeden Fall hier, weil Mama kriegt jetzt eine Spritze und das tut ganz schön weh, glaube ich. Das ist zu pieks und da habe ich auch immer keine Lust drauf. Deswegen muss ich Mama Händchen halten. Ach, Emma, das ist ja wirklich lieb von dir. Aber von mir aus musst du nicht bleiben. Aber wenn du gerne bleiben willst, dann kannst du natürlich bleiben. Und Julian und Papa können nach Hause gehen. Oh, endlich, Papa, vielen Dank. Wobei, könnte ich diese Krücke nicht einfach mitnehmen? Na, egal. Du, Papa, also der Weg nach Hause, der dauert ja ein bisschen. Ich muss jetzt einmal noch kurz aufs Klo, bitte. Tut mir leid, es geht nicht anders. Ganz, ganz dringend. Ach, Julian, immer das Gleiche mit dir. Das sind 10 Minuten mit dem Auto. Bitte, kriegst du das nicht noch hin? Nope, keine Chance, Papa. Sonst passiert noch irgendwo ein Unglück. Und möchtest du, dass das im Wagen passiert? Im Porsche? Ich glaube nicht. Also, bitte warten. Julian, weißt du was? Bleib doch einfach hier. Zimmer 203. Du weißt schon, da, wo deine Mama ist. Ich fahr jetzt nach Hause. Das Spiel fängt gleich an und ich möchte pünktlich da sein. Oh, das war sowas von gerade nochmal gut gegangen. Ja gut, dann fahr ich mit Mama nach Hause. Okay, Mama, du musst jetzt ganz tapfer sein. Hab keine Angst, ich bin hier. Keine Angst haben. Ganz brav so. So, Frau Vogel, Sie kennen das ja. Es wird jetzt einmal kurz pieksen und dann sind wir eigentlich schon durch. Ah, aua, au! Emma, was ist denn los? Dir tut das auch weh? Oh, ich kann das nicht mit ansehen. Oh, das tut mir richtig weh, wenn ich das sehe. Das tut mir genauso weh, als wenn ich die Spritze kriege. So, Frau Vogel, das wär's dann. Ich werde das ins Labor schicken und in den nächsten Tagen sollten wir da Ergebnisse bekommen. Rufen Sie dann einfach zwischendurch an und dann gehen wir die Ergebnisse durch. Oh Mann, warum bin ich denn so müde? Ja klar, ich hatte keinen Mittagsschlaf. Den könnte ich ja sonst. Also gut, Emma, dann können wir jetzt nach Hause gehen. Die Blutergebnisse, die kommen erst in ein paar Tagen. Und jetzt können wir erstmal schön Armbrot essen. Ich hätte schwören können, dass ich Julian schnarchen höre. Aber kann gar nicht sein, der ist doch mit Papa nach Hause gefahren. So, das muss nur noch ins Labor und dann ist die Schicht auch für heute vorbei. Ach, Gott super. Sei Dank. Dann kommt auch schon der Nachtdienst gleich. Wo bin ich? Warum ist es denn so dunkel hier? Hallo? Emma, ich sag's jetzt kein zweites Mal. Es ist heute Zeit zum Baden. Wo steckst du nur? Emma, wenn du dich jetzt hier im Bett versteckst, komm sofort raus. Ich zähl bis drei. 1, 2. Kannst ruhig bis 3 zählen. Du findest mich nie. Ich versteck mich hier im Schrank. Ich werde heute nicht baden. Auf gar keinen Fall. Oh, Emma, ich hab jetzt wirklich die Faxen dicke. Julian ist heute schon zu spät zur Kita gekommen. Du machst hier nur Ärger und willst nicht baden. Und Hannas und Unterstützung, die fehlt mir hier. Sie ist bei Oma und Opa. Mann! Och, Emma, bitte komm raus. Ich hab hier schon warmes Wasser eingelassen für dich. Und dein Lieblingsschaum, Der steht auch für dich bereit. Komm raus. Och, Emmerlein, mein kleiner Spatz, komm raus. Emma! Emma, jetzt komm endlich raus! Oh, das Telefon klingelt jetzt auch noch. Ach, hallo, Badevogel? Ich meine Claudia Vogel hier? Was? Polizei? Wanzen?
Ich verstehe kein Wort. Ich habe gerade was Wichtigeres zu tun. Meine Tochter will nicht baden gehen. Oh, als wenn ich nicht schon genug um die Ohren hätte. Jetzt ruft mich auch noch die Polizei an. Oh, kommt noch irgendwas? Emma, wenn du jetzt nicht wirklich rauskommst, dann vermiete ich dein Zimmer an Julian. Außerdem hat die Polizei gesagt, dass du auch baden gehen sollst. Hallo Schatz, ich bin wieder da. Ach, freue ich mich heute auf euch. Das glaubst du gar nicht. Emma, jetzt komm sofort hier raus. Ich habe die Faxen dicke. Ich habe keine Geduld mehr. Okidoki, ich komme dann, glaube ich, eine Stunde später. Viel Emma! Spaß noch. Oh, das hört sich gar nicht. Oh, jetzt bin ich nicht mehr im Schrank. Ich habe mir schon ein neues Versteck gesucht. Ich verstecke mich jetzt hier im Bett bei denen. Die finden mich niemals. Emma, komm bitte raus. Bitte, bitte. Tu es für die Mama, bitte. Du kriegst auch eine Tafel Schokolade, bitte. Emma, bist du vielleicht hier? Komm bitte raus. Du kannst dir alles wünschen, was du willst. Geh doch bitte baden, bitte. Oh, jetzt ist noch jemand an der Tür. Ich komme. Oh, was kommt denn noch alles? Ich krieg echt zu viel. Ja, hallo, Polizei von Playmobil City hier. Ach, sie hätten angerufen. Ja, genau. Wir wollten einmal vorbeikommen. Vorbeikommen? Davon war doch gar nicht die Rede. Am Telefon. Oh doch, oh doch. Wir beide haben telefoniert. Ach, das keine weiß Ahnung, ich noch. Ich erinnere mich nicht. Also, anscheinend ist hier ein Verbrecher in Playmobil City unterwegs und verwanzt hier die ganzen Wohnungen und Häuser. Und wir möchten untersuchen, ob dieses Haus auch betroffen ist, Frau Claudia Vogel. Oh, mir ist das eigentlich schnutzpiepegal. Sie können das auch ruhig ohne Durchsuchungsbefehl machen. Ich muss jetzt meine Tochter baden. Wo steckt die nur? Falls Sie mir helfen wollen, suchen Sie sie. Hm, dann schauen wir mal. Öfters ist es so hinter diesen Gegenständen. Ah, sieh mal einer an. Hier haben wir eine Wanze, Frau Vogel. Oh, ich brauche gar nicht mehr so tun. Sie ist schon weg. Sehr gut. Ach, da habe ich dich, du kleines Monster. Bleib sofort stehen. Ah, Mama, bitte, ich will nicht baden. Bitte, heute nicht. Vielleicht morgen, bitte nicht. Oh, da werden meine Haare nass. Emma, jetzt ist wirklich Schluss. Du musst baden. Du hast erst letzte Woche das letzte Mal gebadet. Das ist viel zu lange her und du hast den ganzen Kopf voller Sand. Jetzt ist Schluss. Oh, Mama, das ist der neueste Trend. Sand in den Haaren. Liest du keine Zeitschriften? Das muss so. So, Frau Vogel, ich werde dann durch. Wir müssen aber noch mal ein Vier-Augen-Gespräch führen. Oh, das Kind ist ja da. Ohne das Kind, bitte. Ah, die Polizei. Sind Sie die Badepolizei? Können Sie bitte meiner Mutter sagen, dass ich heute nicht baden muss? Unter vier Augen? Können wir das nicht gerade hier oben machen? Ich bin eigentlich beschäftigt. Nein, das geht nicht. Das ist sehr, sehr vertraulich. Nur wir beide. Nur wir beide alleine. Oh, ich wusste nicht, dass das Kind noch da ist. Emma, du bleibst jetzt genau hier. Wenn du dich wieder versteckst, dann gibt's richtig Ärger. Du wartest genau hier. Rühr dich nicht von der Stelle. Frau Vogel, wo bleiben Sie, ne? Ich komme. Oh, der stresst mich jetzt auch noch zusätzlich. Oh, perfektes Timing mit der Polizei. Pech gehabt, Mama. Ich nutze die Chance und hau ab. Wo ist mein nächstes Versteck? Was ist denn jetzt bitte hier überhaupt in dem Haus los? Warum sind Sie da? Können Sie mir das nochmal erklären? Ja, weil ich dich liebe. Deswegen bin ich hier, Claudia. Nur weil ich dich liebe. Was? Du warst das? Oder war das ein Freund von dir? War das ein Lockvogel oder so? Nein, Claudia, das war ich die ganze Zeit. Ich habe extra eine Theaterschule besucht, damit ich die Stimme so verstellen kann und als Polizist auftreten kann. Und das war ein Kostüm, alles nur für dich. Claudia, ich liebe dich, du weißt es ganz genau. Ich will mit dir verreisen, ich will, dass du mit mir kommst, bitte. Okay. Sebastian, umarm mich nicht. Claudia, das war ein Schubser der Liebe, ich hab's gemerkt. Das ist durch meinen ganzen Körper gefahren, wie ein Blitz. Was ist das denn bitte schön? Ein Bollerwagen? Und da sind ja Handschellen drin. Wolltest du mich etwa entführen? Claudia, nein, ich wollte nur sicher gehen, dass du mit mir mitkommst. Und ich würde sowas nicht Entführung nennen. Du hast nur so lange Fingernägel, damit könntest du mich kratzen. Das werde ich sicherlich machen. Aber vorerst rufe ich die Polizei. Du bleibst genau hier. Hallo Schatz, ich bin jetzt da und ich war vorher auch nicht da. Also ich habe jetzt erst Feierabend gemacht und... deswegen bin ich jetzt erst da. Hi! Claudia, bitte! Schatz, sag mal, was ist hier denn los? Was ist das nicht? Ist das nicht der Steuerberater? Also was macht dein Ex-Freund hier? Ach, Martin, das frage ich mich auch. Ich werde jetzt die Polizei rufen. Du kannst hier auf ihn aufpassen. Claudia, bitte ruf nicht die Polizei. Wenn nur die Polizei der Liebe. Damit es endlich Gerechtigkeit gibt und du mich heiratest. Ach, Claudia Vogel? Ja, hier ist ein Notfall. Mich möchte mein Ex-Freund entführen. Können Sie bitte kommen? Oh nein, warum muss sie denn extra die Polizei rufen? Wegen mir? Ich werde hier sofort verschwinden. Hey, stehen geblieben. Sag mal, wenn du schon mal hier bist, können wir vielleicht meine Steuererklärung vom letzten Jahr nochmal machen? Also ich habe da ein bisschen Probleme. Hey! Wo will der denn hin? Martin, du sollst doch auf ihn aufpassen. Hey, stehen geblieben. Stehen geblieben? Das ist es. Ich bin doch hier das Opfer. Das Opfer der Liebe, Claudia. Ich bin der Gefangene. Du hast mich gefangen, Claudia. Mit deiner Liebe. Och, ich bin dein Gefangener, Claudia. Bastian, bist du total verrückt geworden? Mit den Handschellen wolltest du mich entführen. Schon vergessen? Das glaubt dir doch keiner. Wow, Schatz, sag mal, warum hast du ihm denn jetzt die Handschellen angelegt? Also das wäre jetzt Hab nicht ich nötig nicht. Gewesen.
Siehst du, Claudia? Ich bin ein Gefangener der Liebe, deiner Liebe. Das weiß selbst dein Mann. Martin, kannst du das bitte sein lassen? Ich habe ihn nicht gefesselt. Du solltest mir doch helfen. Ja, ist ja gut. Wobei, ich glaube, meine Hilfe brauchst du jetzt nicht mehr. Guck mal, wer da ist. Hände hoch! Hier soll eine Entführung stattfinden. Ja, ich wurde entführt. Von der Liebe. Claudia, ich liebe dich für immer. Du weißt das. Sieh da, Hände hoch. Warum wollten sie diesen Mann hier entführen? Warum hat er Handschellen um? Wie bitte? Er wollte mich doch entführen. Ich habe sie doch angerufen. Ohne mich wären sie gar nicht hier. Das stimmt. Das ist der Ex-Freund von meiner Frau. Und ja, er macht Steuererklärung. Aber das ist ein anderes Thema. Er wollte meine Frau entführen. Du, Sabine, ist das nicht der... Das ist doch der Bastian, oder nicht? Den wir schon seit längerem suchen. Simon, du hast recht. Der wird doch gesucht per Haftbefehl. Oh Mann, das habe ich ja total vergessen. Ich werde ja immer noch von der Polizei gesucht. Mist. Dann würde ich mal sagen, wie auf dem Silbertablett serviert. Sie sind ja schon gefesselt. Perfekt. Könnte man wohl so sagen. Und wissen Sie was? Das war ja sogar selber. Schön blöd. Also was ich von dem schon für Geschichten gehört habe. Letztens war er auf der Wache, verkleidet und meinte, dass er mich lieben würde. Ich glaube, der liebt einfach jeden. Claudia, hör da nicht drauf. Ich liebe nur dich. Das weißt du ganz genau. Und die anderen 15 Claudias. Aber egal. So, ich würde mal sagen, wir fahren dann schon mal los. Könnte ein bisschen länger dauern zum Polizeirevier. Also gut, vielen Dank für Ihre Hilfe und verzeihen Sie uns, dass wir Sie als Schuldige angesehen haben. Sie sind natürlich das Opfer. Wie bitte? Ich bin doch das Opfer. Ich bin das Opfer von Claudia. Sie hat mich gefangen mit ihrer Liebe. Sie soll mich freilassen. Ach, herrje. Bastian, weißt du was? Du bist freigelassen. Hier, ich kann es dir auch schriftlich geben sonst. Oh Gott, lass dich nie wieder hier blicken. Ich will dich nicht sehen. Okay, Pia. Wir stecken unter einer Decke. Du musst ganz leise sein. Ich bin jetzt auch ein Kaninchen. Wir teilen uns deine Bude. Gute Nacht, Emmerlein. Schlaf schön. Und falls es zu warm werden sollte, nachts einfach die Decke wegtreten. Und vielleicht kommst du dann rüber und ich hol dir ein Glas Wasser. Sowas brauche ich gar nicht, wenn die wüsste, was ich hier in meinem Bett habe. Oh Mann, endlich mal ein bisschen Abkühlung. Oh, es war so heiß heute und es ist immer noch so heiß, aber es ist doch schon dunkel. Oh Mann, aber zum Glück habe ich hier meine Eisbox und mein Eis. Julian, bist du total verrückt geworden? Was macht denn diese Kühlbox in deinem Zimmer mit dem Eis? Du, Mama, merkst du eigentlich, wie heiß es heute ist? Und deswegen habe ich mir die Kühlbox geholt und auch ein Eis. Ist doch klar, damit ich ein bisschen abkühlen kann. Oh Mann. Manchmal denke ich, du bist echt nicht Mama. Natürlich bin ich deine Mama. Und außerdem, diese Eisbox ist nicht dafür gedacht, dass du dich da reinstellst. Das ist für Getränke und Essen. Und Eis, aber nicht für dich. Aber Mama, es ist doch voll heiß und meine Füße bleiben so kalt und dann bleibt mein ganzer Körper kalt und das ist doch gut. Willst du das nicht? Nein, das will ich nicht. Und außerdem wäre dir erlaubt, dieses Eis zu essen um diese Uhrzeit. Och Mensch, hey, das war das letzte Eis, ein Vanilleeis. Das Schokoeis war irgendwie weg, warum auch immer. Ach Julian, ich frage mich wirklich manchmal, von wem du das hast. Dein Vater ist manchmal auch ein bisschen verrückt, aber du bist doch schon in Badehose. Ist dir nicht kalt? Oh, Claudia, klasse, du hast ja ein Eis. Ich habe noch eins gesucht, aber irgendwie waren schon alle weg. Klasse. Vanille, mein Lieblingseis. Es ist so heiß heute wieder. Ehrlich, ich brauche Abkühlung. Oh, ich nehme alles zurück, was ich gerade gesagt habe. Wie der Vater, so der Sohn. Ihr seid wirklich total gleich. Ja, toll, super. Jetzt hat Papa mein Eis. Hey, bitte nicht alles aufessen. Ich will auch noch ein bisschen Mama. Julian, jetzt ist wirklich Schlafenszeit. Guck mal nach draußen. Es ist schon dunkel. Und das Eis, das werde ich mit Papa klären. Ab in die Falle. Ja gut, aber nur mit meiner Kühlbox, sonst kann ich bestimmt nicht schlafen. Nein, die Kühlbox, die kommt ganz bestimmt nicht in dein Bett. Aber wie soll ich denn dann schlafen? Die kommt in die Küche, Julian. Och, Mama. Ach, Julian, ich wünsche dir eine gute Nacht. Jetzt schlaf schön. Ja, eine gute Nacht, eher eine heiße Nacht. Wie soll man denn bei diesem Wetter schlafen können? Och, Mann. Oh, also eine Decke kann ich heute nicht gebrauchen, ist viel zu warm. So ist mir schon zu warm. Oh, Mann, ich will schlafen. Boah, das geht doch gar nicht. Bei diesem Wetter kann man einfach nicht schlafen. Das ist nicht möglich. Also wer bei diesem Wetter schlafen kann, der ist doch total verrückt. Man braucht doch die ganze Zeit Wasser oder irgendein Eis oder eine Kühlbox. Aber die wurde mir ja weggenommen, warum auch immer. Ich brauche irgendeinen anderen Plan. Ich kann so nicht einschlafen. Ich brauche irgendwas ganz, ganz Kühles. Oh Mann, wie kann die denn unter der Decke schlafen? Und mit ihrem Strampler? Ist sie nicht warm? Das verstehe ich nicht. Naja, sie ist ja ein Baby, vielleicht deswegen. Oh, das letzte Eis ist auch weg. Ich brauche irgendeine andere Idee. Ich gehe mal nach unten. Boah, mir ist eiskalt. Warum wohl? Weil ich das Schokoeis unter der Decke... Oh, ich glaube, das tropft schon gleich, das schmilzt. Ich muss schnell essen. Oh, fühlt sich das gut an. Ist das kühl? Ist ja auch der Kühlschrank. Oh Mann, was wäre dann, wenn ich... Nee, hier drin schlafen darf ich ja nicht. Deshalb wollte ich einmal, aber das ist zu gefährlich. Oh, das tut so gut. Und jetzt ein bisschen der Rücken, aber... Oh nee, ich muss den Kühlschrank zumachen, sonst kommt wieder eine Stromrechnung und dann kriege ich Ärger wieder von Mama. Oh, wie soll man denn diese Nacht nur überleben? Es ist doch viel zu heiß, da kann man doch gar nicht schlafen. Oh, ich bin voll kaputt. Ich kann mich noch kaum bewegen. Oh Mann, und der Boden, der ist so kalt. Oh, ist das schön. Was mache ich denn nur?
Aber natürlich, der Pool, aber selbstverständlich, warum bin ich nicht schon früher drauf gekommen? Also wir können den ja auch tagsüber benutzen. Und nachts bestimmt, nein, nachts nicht mal, ach ja, jetzt fällt's mir wieder ein. Mama meint ja, dass wir nachts nicht in den Pool dürfen, weil es zu gefährlich ist. Oh Mann. Aber da fällt mir was ein, davon hat sie ja gar nichts gesagt. Ja, so geht das, so kann ich in den Pool. Hä, was sind denn das für Geräusche? Martin, kannst du mal kurz nachsehen? Mm. Martin! Oh, mitten in der Nacht so ein Lärm? Oh, bitte keine Baustelle mehr vor dem Haus, bitte nicht! Oh, ich werde mal eben schauen, ob die Kinder noch am Schlafen sind. Julian? Wir wurden ausgeraubt und Julian ist weg mit seinem Bett! Martin, du musst sofort aufstehen! Wir wurden ausgeraubt! Wo ist Julian und wo ist sein Bett? Eine bessere Idee kann es gar nicht geben. Mein Bett hier im Pool. Also besser geht's gar nicht, weil wenn mir jetzt einfach zu warm ist, dann kann ich ja einfach ins Wasser springen für eine Abkühlung. Also besser geht's gar nicht. Hier einfach im Pool schlafen. Oh Mann, oh Mann. Das ist eine Abkühlung. Ist das kalt, ist das kalt. Aber das tut so gut. Und jetzt ab ins Bett. Oh, besser geht's gar nicht. Und wenn mir gleich wieder zu warm ist, wenn ich wieder trocken bin, dann springe ich einfach nochmal im Pool. Und dann kann ich weiter schlafen. Julian, bist du das etwa? Julian, was macht denn dein Bett im Pool? Julian, das ist ja wohl unfassbar. Warst du das oder hat hier jemand anderes dein Bett in den Pool getan? Oh, Mama, du bist ja wach. Ich dachte, ihr wärt am Schlafen. Ja, natürlich. Oh, ich bin hier im Pool. Mama, das wusste ich gar nicht. Wer hat mein Bett in diesem Pool hier getan? Oh, Mann, oh, Mann. Oh, wer es glaubt, wird selig. Julian, du bist nass. Du bist doch wohl in den Pool gegangen. Habe ich dir das nicht erzählt, dass du nachts nicht in den Pool gehen darfst? Claudia, was ist denn hier schon wieder los? Was ist denn hier am Pool? Julian, sag mal, das ist ja eine klasse Idee. Schatz, schau mal, was unser Junge gemacht hat. Einfach das Bett hier im Pool. Sind wir morgen dann dran? Nein, Martin, wir sind morgen nicht dran. Das Bett, das soll nicht in den Pool. Ach so, ja, natürlich nicht. Wer kommt auch nur auf so eine Idee? Also, Julian, bitte. Aber Mama, guck doch mal. Es war viel zu heiß in meinem Zimmer. Und da dachte ich mir, ich kann mein Bett einfach hier hinstellen in den Pool. Und wenn mir zu warm ist, dann einfach zur Abkühlung ins Wasser springen. Ist doch eine super Idee. Eine super Idee. Das ist gar keine super Idee. Ich lebe nur mit Verrückten zusammen. Martin, kannst du dich bitte darum kümmern, dieses Bett aus dem Pool zu holen? Ich gehe jetzt wieder schlafen. Julian, das tut mir natürlich leid. Also, wie wär's denn vielleicht mit einem Wasserbett für dich? Oh ja, ein Wasserbett, aber gibt's das auch kalt? Oh Mann, habe ich jetzt hier wirklich geschlafen? Aber wie lange denn? Wie spät ist es denn? Ich muss hier raus. Ist ja schon dunkel. Oh Mann, muss ich da eigentlich nicht zu Hause sein? Aber naja, wenn ich schon mal hier bin. Ich muss jetzt irgendwie wach werden. Ich brauche ein bisschen kaltes Wasser. Ab ins Gesicht damit. Wo sind denn die anderen hin? Sind die immer noch in der Untersuchung? Das kann doch gar nicht sein. So lange doch nicht. Mama, Emma? Hä? Die sind ja gar nicht mehr da. Nee, der Raum ist hier leer. Oh Mann, das kann doch gar nicht wahr sein. Wie fies seid ihr eigentlich? Also, das hätte ich nur von mir erwartet. Aber einfach mich hier allein im Krankenhaus lassen, das geht doch nicht. Einfach hier allein im Krankenhaus lassen, das ist eine Frechheit. Ich kann ja machen, was ich will. Wollt ihr mich... Wobei, ich kann machen, was ich will. Das ist ja klasse. Also, ich bin ja hier im Krankenhaus. Also sollte ich irgendwie untersuchen, ob mein Herz noch ganz gut funktioniert. Weil ich habe ja sehr, sehr viel Stress als Kita-Kind. Das sollte ich mal untersuchen lassen. Hä, was ist das denn? Ist das Gemüse oder ist das mein Herz? Was ist das? Sieht ja aus wie so Gurkenscheiben. Oh Mann, oh Mann. Oh mein Gott, warum hat mir das meine Mama nicht erzählt? Ich habe gar kein Herz. Ich hab Gurken in meinem Körper. Oh Mann, das hättest du mir vorher erzählen können. Ich bin kein Gemüsesalat oder so. Also das mit meinem Herz gefällt mir gar nicht, aber das kläre ich später mit Mama. So, hier liegt ja noch die Krücke. Die nehme ich mit. Dann denken alle, ich bin ein Patient hier. Oh, perfekt, Julian. Du hast so eine gute Tarnung. Du bist ein Genie. Ja, ich bin ein Genie. Mama! Oh, das darf doch wohl nicht wahr sein! Mama, wo das bist Kind du? Hört einfach nicht auf! Mama! Kann ich schlafen? Hä, was ist denn hier los? Die sollten doch eigentlich alle schlafen, ich oder kann nicht? Ich kann nicht schlafen! Mein nerviger Zimmergenosse, der schreit die ganze Zeit rum und ich krieg kein Auge zu! Mama! Hey, Kleiner, was ist denn mit dir los? Ist irgendwas passiert? Warum weinst du denn? Oh, ich glaub, du hast deine Puppe verloren. Warte, ich heb sie mal auf. Ah, du bist, glaube ich, das Mädchen. Ja, was Emma angenießt hat. Ja, sorry nochmal dafür. Und sorry, dass ich dich kleiner genannt habe. Ich dachte, du wärst ein Junge erst. Sorry, hier, bitteschön. Oh, danke schön. Das war ja wirklich furchtbar. Jetzt kann ich endlich schlafen. Gott sei Dank. Ja, überhaupt kein Problem. Julian ist hier der Retter in Not. Emma, kannst du dann vielleicht schon mal Julian holen zum Abendessen? Ich räume schon mal den Tisch hier alles auf. Ja, kein Problem, ich mach das. Ich hab so einen riesen Kohldampf. Wenn er nicht kommt, dann können wir nicht anfangen. Julian, Abendbrot. Julian? Oh, wo bist du denn? Hier im Bett ist er auch nicht. Julian! Oh, Julian ist nicht da und dann gibt's auch kein Abendbrot. Ich hab Hunger. Manno! Papa? Papa? Emma, nicht jetzt. Das Spiel ist gerade so spannend. Es steht 1-1. Jetzt nicht. Frag deine Mama. Oh, ich frage aber dich, Papa. Wo ist Julian? Ach, Emma, was...
Ja, der Julian, der wollte doch mit euch mitkommen. Also, der musste noch auf Klo. Und dann habe ich ihm gesagt, soll er mit euch mitfahren. Also, was denn sonst? Hä, nein. Mama hat gesagt, er ist mit dir mitgefahren. Ach, Emma, was erzählst du denn für einen Quatsch? Das klären wir jetzt mal. Der Julian, der muss mit euch mitgefahren sein. Wo ist denn jetzt der Julian, Emma? Du solltest ihn doch holen. Das Essen ist doch gleich fertig. Claudia, Schatz, der Julian ist nicht da. Der ist doch bei euch mitgefahren, oder nicht? Was? Martin, willst du mich auf den Arm nehmen? Nein, er ist doch mit dir als erstes losgefahren. Emma und ich waren doch noch da zur Blutentnahme. Oh nein, wenn er nicht hier ist und wir ihn beide nicht mitgenommen haben, dann ist er noch im Krankenhaus. Ich werde da direkt anrufen. Klinikum Playmobil City, hallo? Ein kleiner Junge mit roten Haaren? Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Moment. Ja, wir sollten mal die Augen offen halten. Hier sollte noch ein kleiner Junge mit roten Haaren herumlaufen. Keine Ahnung warum. Vielleicht versteckt er sich hier irgendwo. So spät in der Nacht noch? Na gut, ich werde mal die Augen offen halten. Ich schau mal oben nach. Oh, das kann doch echt nicht wahr sein, Martin. Wir haben das so schlecht irgendwie miteinander abgesprochen. Jetzt ist er wirklich noch im Krankenhaus. Hoffe ich zumindest. Wir fahren da direkt hin. Oh, wo bin ich hier denn? Oh, ist das dieser Operationssaal? Ja, hier wird richtig operiert. Oh Mann, klasse. Ha, hier hat einer was vergessen. Das ist so ein, wie nennt man das denn nochmal? Das ist so ein Arzthut auf jeden Fall. Und, wow, ist das eine Spritze da hinten? Ha, das Ding brauche ich nicht mehr. Ich brauche die Krücke nicht mehr. Ich bin kein Patient. Ich bin jetzt ein richtiger Arzt. Dr. Julian im Einsatz. Braucht jemand meine Hilfe? Hier ist ein richtiger Arzt. Wer hat denn da bitte die Krücke hingelegt? Die gehört da nun mal gar nicht hin. Ich dachte auch, ich hätte hier meinen OP-Hut liegen gelassen. Wo ist der denn? Doktor, Doktor! Oh, wird ein Doktor gesucht? Hier ist einer. Na, wo klebt der Schuh? Ach, du bist es. Das ist der kleine vermisste Junge. Nein, ich meine dich mit Doktor. Du bist doch kein Doktor. Ah, stehen geblieben, junger Mann. Hier ist meine Haube. Ich bin Doktor. Hallo, nicht so mit mir umgehen, bitte. Oh, Julian, da bist du ja. Oh, Mama, da seid ihr ja endlich. Also, ich wollte hier nur ein Praktikum machen. Ja, ich will später mal Arzt werden und nicht zur Schule gehen. Hä, Julian, du hast ja eine Spritze in der Hand. Hast du jemandem eine Spritze gegeben? Nö, noch nicht. Ich habe keinen Patienten gefunden. Wobei, du könntest ja mein Patient sein, oder nicht? Ah, Papa, Hilfe. Julian will mir eine Spritze geben. Bitte nicht. Bleibt lieber bei mir. Ja, die Haube okay. Und die Spritze, das ist nichts für dich. Toll, und jetzt bin ich kein Doktor mehr. Was ist ein Doktor Julian nur ohne seine Ausrüstung? Gar nichts, nur ein Kita-Kind. Ach, es tut mir wirklich leid. Ich hoffe nicht, dass mein Sohn ihn irgendwelche Scherereien hier im Krankenhaus gemacht hat. Nächstes Mal passen wir besser auf ihn auf. Ach, gar kein Problem, es ist nichts passiert. Es hat mich gefreut, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, Doktor. Wie war nochmal der Name? Dr. Julian, merken Sie sich diesen Namen. Und die Freude ist ganz auf meiner Seite.